Grüße euch, ihr Bürger des Imperiums, und willkommen zum nächsten Ladder Game hier beim den Gruftkönigen von Camry wieder mal am Start. Wir spielen mit dem Imperium gegen die Gruftkönige. Und ich wollte einfach mal, gegen die Hochelfen, Entschuldigung. Und ich wollte einfach mal die Höllenfeuer-Salvenkanone nochmal ausprobieren. Die wurde nämlich jetzt gebufft und ist gar nicht so schlecht. Wir haben allerdings keine Lichtmagie dabei diesmal. Bin mal gespannt, wie das ausgehen wird. Dafür haben wir einen Lebensmagier dabei, den stellen wir mal hier so hinten hin irgendwo oder vielleicht so hier bei denen einfach. Unser General Boris Todbringer ist auf dem Pferd. Und dann wollen wir mal sehen. Ich bin mal gespannt, wie der Bild jetzt hier funktionieren wird. Keine Musketen. Bei denen bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, ob die jetzt gut sind. Ob die jetzt ihre Probleme gelöst bekommen haben. Das beste Ziel hier ist jetzt vielleicht der Magier des Lebens oder die... Ne, wir schießen mal auf die einfach erstmal. Und unsere Höllenfeuer-Salvenkanone, die schießt dann, denke ich mal, erstmal auf die Bogenschützen. Weil auf die habe ich nämlich überhaupt keine Lust. Hier rücken wir mal ein Stückchen vor mit der Infanterie. Und mit dem Jungen hier. Ich sehe jetzt gerade hier noch keine... Ah, hier sind die flankierenden Drachenprinzen. Ein Edler. Und einmal die elirischen Grenzreiter, glaube ich. Oder? Das ist zweimal Drachenprinzen. Das wird hart. Das wird richtig hart. Aber wir schießen mal auf Tyrion mit, und wir schicken einfach mal die Flagellanten vor, das ist eine gute Sache. Unser Magier, der geht mal hier hinten so ein bisschen hinter die Bresche. Hier gucken wir mal, dass wir mit unseren Speeren hier, wir müssen jetzt halt die Speere richtig gut einsetzen. Das ist wirklich jetzt Pflicht. Und die Demis auch. Okay, hier können wir jetzt halt mal den Dampfpanzer auf Nahkampf stellen. Die Speere müssen hier hinterkommen. Mit denen gehen wir mal auf den Helden. Der Dampfpanzer, der geht mal hier so ein bisschen vor. Unsere Salvenkanone feuert jetzt auf die, Jungs. Die Speere kommen hier mit vor. Da müssen wir jetzt wirklich aufpassen, dass wir da nicht hoffnungslos versagen. Unsere Infanterie, die wird halt leider verlieren. Definitiv alle Kämpfe hier. Das Einzige, was wir haben, ist unsere Kavallerie, die uns hier den Arsch retten kann, eventuell. Mal gucken. Die Salvenkanone hoffe ich mal, dass die so ein bisschen Ärger macht auch. Und unsere Reichsgarde halt, die kann auch noch was reißen, aber... Okay, wir müssen jetzt hier mit unserem General hier rüberkommen. Demigreifen kommen hier rein. Und unser Dampfpanzer, mit dem können wir vielleicht auch noch was machen, aber es wird schwierig. Sag ich euch gleich, dass das schwierig wird. Hier können wir gleich mal nachwachsen auf die Demis casten, das ist wichtig. Und unsere Reichsgarde muss hier unbedingt wieder raus. So, ihr Jungs hier, geht jetzt mal alle auf die Reichsgarde, die flankiert hier weiter. Hier verfolgen wir die Reichsgarde, charge mal in die rein. Wir casten mal ein Erdenblut hier auf unsere... auf den Blob hier. Mal gucken, dass wir möglichst viele erwischen. Und dem Junge hier geht es noch relativ gut. Der Dampfpanzer ist halt ein guter Anker hier für unsere Armee. Und ich hoffe mal drauf, dass die Salvenkanone so ein bisschen die Bogenschützen der Hochelfen schreddern kann. Und wenn wir Glück haben, können wir vielleicht jetzt hier Tyrion platt machen.
Aber unsere Reichsgarde flieht halt leider schon. Das ist ein Problem. Der Dampfpanzer, der soll jetzt einfach mal so ein bisschen hin und her chargen hier. Und hier gehen wir mal auf Tyrion. Ich hoffe mal drauf, dass er mein Lebensmagier so ein bisschen in Ruhe lässt. Aber den Dampfpanzer platt zu kriegen, das wird schwierig für ihn. Oh nein, hier habe ich jetzt ein Problem. Wir casten mal nachwachsen. Wir casten mal ein Erdenblut hier auf unsere Kanone und müssen jetzt leider unsere Demis abziehen. Ich hoffe, dass... Oh nein, unsere Kanone. Das ist halt das Problem, dass die Artillerie so empfindlich ist. Und für den Multiplayer halt so ein bisschen schwierig ist. Und hier haben wir jetzt leider unsere Kanone verloren. Scheiße. Das ist ein Problem. Aber wir haben noch unseren Dampfpanzer, der noch Ärger machen kann. Zusammen mit dem General. Und wir haben noch zwei Speerträger. Die Schwertkämpfer hier, die müssen zurück in Kampf. Und unsere Speerträger sowie die Demigreifen sollen jetzt mal die Drachenprinzen hier fertig machen. Wir können eventuell eigentlich auch nochmal ein Nachwachsen auf die Demis hier casten. Weil die sind echt sehr wichtig jetzt. Und ja, Tyrion, der ist halt echt ein harte Nuss, die wir noch knacken müssen. Das wird echt schwierig. Und das Problem ist auch, das Bogenfeuer ist halt der Tod für unsere Speere hier. Zum Glück haben seine Bögen nicht mehr so viel Munition. Und unsere Kanone ist zurückgekehrt. Gucken wir mal, ob wir die platt kriegen können. Der Lebensmagier, der soll mal so ein bisschen aufpassen, dass er sich nicht zu weit hier vorwagt. Und der Dampfpanzer, ja, der ist halt echt jetzt noch so ein bisschen unser einziger Hoffnungsanker, in dem wir das vielleicht noch reißen können. Reichsgarde, die muss jetzt mal so ein bisschen chargen. Mit der habe ich so ein bisschen das Micro verpasst. Vielleicht könnten wir eventuell mit der Reichsgarde auch noch seine Bogenschützen fertig machen. Des Weiteren nochmal bitte... Ich meine, es ist jetzt die Frage, ob es sich überhaupt lohnt, nochmal auf die Bogenschützen zu schießen. Ich glaube es fast nicht. Wir schießen jetzt mal auf was anderes. Wir haben halt noch relativ viel Muni und wir schießen mal auf die... auf den Magier hier hinten. Und der Dampfpanzer, der wird jetzt ein echt harter Knochen für ihn. Das Einzige ist halt, er hat noch den Edlen und Tyrion. Das sind die beiden Einheiten, mit denen er hier noch was machen kann. Aber wir schicken mal jetzt trotzdem unsere Demigreifen hier hinter zum Tyrion. Und wenn wir es schaffen würden, eventuell unseren Lebensmagier noch am Leben zu erhalten, bis wir wieder Lebensmagie haben, dann könnten wir auch den Bloppy nochmal heilen, die ganzen Elite-Truppen. Was kostet denn nochmal ein Erdenblut? 6? Das heißt, das haben wir gleich wieder. Weil dann können wir unsere Demigreifen und auch den Dampfpanzer heilen. Das ist natürlich super. Das machen wir jetzt auch gleich mal. Die Salvenkanone feuert jetzt mal hier auf die Infanterie. Ich hoffe nochmal, dass wir dabei nicht so viele von unseren Demigreifen draufgehen. Nee, schießen wir weiter auf den Magier. Das ist okay, da haben wir eine ganz gute... da haben wir eine ganz gute einen ganz guten Feuerbogen hier. Das Problem ist halt jetzt echt noch der gottverdammte Tyrion hier. Tyrion ist echt ein starker Kombatant, möchte ich mal sagen. Wie viele Kills hatten unsere Salvenkanone? 56 erst, das geht eigentlich. Und jetzt kriegen wir halt gleich nochmal so einen gottverdammten Atem hier auf die Fresse. Aber unsere Speere hat es nicht so arg erwischt, ist okay. Das ist schön. Unser Dampfpanzer, der bahnt sich mal den Weg hier zum... Und die Salvenkanone, man backt wieder rum wie ein Idiot. Das war ja klar, die Salvenkanone. Oh Mann. Mal gucken, ob wir es noch rausreißen können. Die Demigreifen. Es wäre halt echt ganz schön, wenn die jetzt mal Tyrion hier platt machen könnten. Der Dampfpanzer geht zurück zu dem Kampf hier drüben auf der Seite. Und die Salvenkanone feuert mal auf die fliehenden Truppen hier. Hoffentlich fliehen sie gleich. Unser General ist jetzt mittlerweile auch am Heillimit und ich glaube, dass ich jetzt den Magier hier mal mit in den Nahkampf schicke. Das Schöne ist, dass er mit seinen Bogenschützen hier nicht die
Gelegenheit genutzt hat und unsere Salvenkanone angegriffen hat, damit die nicht mehr feuern kann. Tyrion kümmert sich hier erstaunlich effektiv um den Dampfpanzer, aber der hat noch relativ viel HP, das ist ganz schön. Und unser Magier, dem geht es auch noch relativ gut. Jetzt hat er, glaube ich, gemerkt, dass er die Salvenkanone hier fangen kann. Wir rennen weg. Wir wollen uns hier nicht fangen lassen. Und jetzt gehen wir mit dem ganzen Kontingent hier auf Tyrion. Wir rennen einfach mal weg vor den Bogenschützen. Vielleicht können wir ja nochmal reinkommen und mit der Salvenkanone noch ein bisschen Schaden machen. Der Lebensmagier hier drüben, der ist auch noch ein bisschen problematisch, aber die Demigreifen sind irgendwie immer noch zu schwach. Die wurden jetzt sogar genervt. Nochmal genervt, das finde ich eh so krass eigentlich. Dass sie nochmal genervt worden sind, finde ich absolut unnötig eigentlich, wenn ich ehrlich bin, aber gut. Sind eigentlich unsere Kanonenbesatzungen... sind viel langsamer als die Bogenschützen, verfickt nochmal. Und es schaut nicht so genial aus gerade. Ach du grüne Neune, wo kommen denn jetzt die weißen Löwen hierher? Die sind jetzt ein Problem. Tyrion ist einfach so unfassbar resolut, das ist halt das Problem. Demigreifen sind wieder da. Los, komm zurück. Komm zurück, bitte. Ist der Dampfpanzer jetzt gerade gestorben? Okay, das war's dann. Mit dem Tod des Dampfpanzers haben wir das Spiel leider verloren. Vielleicht haben wir noch den Edlern irgendwie platt kriegen. Aber das war's. Nee, das war's leider. Verdammt. Vielleicht können wir uns hier nochmal heilen. Wobei unser General sowieso schon auf dem Heillimit ist. Schwierig. Ja, wir geben natürlich unsere Höflichkeit noch zum Besten. Und das war's dann. Schade. Die Staatstruppen haben nicht genug Schaden gemacht, leider. Okay, aber man muss halt auch mal neue Sachen ausprobieren. Ich denke, dass der Dampfpanzer an sich kein schlechter Pick ist. Und die Salvenkanone hat allerdings so ein bisschen wenig gemacht. Und mein Fehler war jetzt hier, dass ich meine Reichsgarde nicht gut gemicrot habe. Das war ein Fehler. Und naja, okay, wie dem auch sei. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.